Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir auf dem Flugplatz in Welzow. Hier ist eine große Veranstaltung mit Oldtimer-Flugzeuge, Flugshow, keine Ahnung was alles. Wollen wir uns mal überraschen lassen, wie es hier abgeht. Viel Spaß. Kaum angekommen, dreht auch schon der erste seine Runden. Allerdings wird das Ganze fast wegen schlechten Wetters ins Wasser gefallen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Wolkendecke lockerte auf und es konnte doch losgehen. Für mich und die Kamera war es gar nicht so einfach, hier immer hinterher zu kommen. Vor allem der Fokus hatte manchmal Probleme. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle beim Flugplatz Welzow. Und auch bei den Modellfliegern. Den gucken wir nachher ein bisschen über die Schulter. Maschine wieder aufgetankt, neuer Pilot, da kann es ja wieder losgehen. Nochmal testen, ob die Ruder alle funktionieren. Und los geht's. Warum der immer so hin und her rollt, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich hat er keine direkte Sicht nach vorn. So, also Sie sehen gerade, der Florian bereitet sich mit seiner extra 330 auf seinen Start vor. Die Maschine wurde warm gelaufen. Sie müssen ja, wenn wie möglich, an Höhe gewinnen. Höhe ist nun mal Leben. So, er gibt Gas. Dass das Flugzeug sehr agil in der Steuerung ist. Er hat dann den Steuergriff angetippt. Und schon legt sich das Flugzeug auf die Seite. Jetzt geht er steil nach oben. Wenn er so steil nach oben geht und diesen Looping fliegen kann, dann kann ich schon fast davon ausgehen, dass die Wolke das Ganze ausweichen. Nur ein Wolkenloch, ziehen noch weitere Wolken an und dann bleibt es jetzt. Aber die Karten sind erstmal sehr gut. Also ich möchte da jetzt nicht drin sitzen. Was macht er?
So, das wär's denn mit einer Runde Kunstflug. Für mich wäre das nichts. Hier konnte man natürlich auch selber mal abheben. Rundflügel gab es in verschiedenen Längen, aber mir war das ein bisschen zu kostspielig. Hier rollt gerade ein Gästeflieger Richtung Startbahn. Hier war schon ganz schön was unterwegs. Da hatte die Flugaufsicht was zu tun. Was hier fehlte, war die Antonov aus Neuhausen. Die war an dem Tag leider nicht da. Ja, auch das Museum war geöffnet. Dort drin habe ich allerdings nicht gefilmt, sondern bloß ein paar Fotos gemacht. Das war noch Technik. So, kommen wir jetzt zu den Modellfliegern. Dieses Modellflugzeug funktioniert ohne Fernsteuerung. Es wird über dünne Seile gesteuert, aber das sehen wir ja gleich. Hier sieht man jetzt die dünnen Seile. Allzu viel braucht man hier ja auch nicht steuern, das ist ja gerade mal die Motordrehzahl und die Höhe. Fliegen tut er ja eh nur im Kreis. Ist natürlich immer blöd, wenn hier Musik aus der Konserve läuft. Sonst hätte ich die Originalspur mal ein bisschen lauter lassen können. Aber dann gibt's da gleich wieder Ärger mit der GEMA. So, kurze Zwischenlandung und dann geht's nochmal hoch.
ganz schön holprig. Ach, der hat ein Rad verloren. Nicht gut. Leicht gegen das Drehmoment wählen. Ja, das ist einfach. Was man jetzt hier sieht, hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Das verstehst du quasi gegen alle Naturgesetze. Irre, und das wird noch besser. Mehr Gas und dann ging's richtig ab. Bitte! Nicht bei die Flugzeuge! Okay. Wie so eine tollwütige Kampflibelle. Also der Mann hatte es richtig drauf. Ja, wie man sieht, kam ich da nicht wirklich hinterher. Und ab in die Sonne. Jo, das war's. Ganz cool ist, wenn nichts wäre. Die Katana startet. So, hier haben wir nochmal ein Modellflugzeug mit Fernsteuerung. Und auch die Motoren muss man ein bisschen warm laufen lassen. Und der Himmel bezieht sich schon wieder. Aber das Wetter hatte sich zum Glück bis zum Schluss gehalten.
noch eine kleine Ehrenrunde und dann gibt es auch schon den Landeanflug. Oh, Elchtest bestanden. Hört sich an wie so ein Moped. Jens, wenn die gestartet ist, dann könnt ihr losmachen. Ein Gästeflug raus. Okay. Hier wird jetzt nochmal ein Segelflugzeug in die Luft geschleppt. Und das sogar ganz leise und elektrisch. Ihr habt Zeit. Ich sag, wenn was ist, sagen die mir das. Ja, hier wurde immer alles mit der Flugleitung abgesprochen, wann wer in die Luft gehen darf. Okay, und wieder Gegenwind. Aber da ist unsere Ecke. Ja, dann zieh da hoch, jetzt sieht geradeaus, genau. Da muss ich jetzt die Kurve, weil da ist die Ecke. Wir sind dann zu Ende. Okay. Mit dem Luftraum. Die Richtung kann ich jetzt noch lange fliegen. Ja, wir müssen noch sehen. Okay, reicht, oder? Weg. Und okay. Abgekoppelt. Hey, ich muss die doch erst noch mal rankriegen hier. Wenn du nicht über die Box fliegst, Da kannst du es besser. Ich lass den hier ein bisschen tanzen. Wenn die vorne, das mach ich viel sehen, aber. Ey, was die Schaumwaffeln so können, du? Ja. Ganz sachte gleitet er zu Boden. Weißt du, da wirst du bei der nächsten Show auch sein mit dem. Den Priester, der. Das Schleppflugzeug setzt schon zur Landung an. Naja, und jetzt auch der Segelflieger. Nach 4,5 Minuten ist Landeanflug. Los, raus die Dinger. Ja, ein Modellflugzeug startete noch. Allerdings sind da die Aufnahmen und die verschwunden. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen war. Aber der will anscheinend eh nicht so richtig. Ah, jetzt doch. Aber wie gesagt, irgendwie sind die Aufnahmen verschwunden. So, das war's dann auch schon gleich gewesen mit dem Flugplatzfest 2022 in Welzow. Hat mal wieder einen Riesenspaß gemacht und war interessant. Mit diesen Bildern sage ich dann Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye bye.